Und deswegen unterscheiden die Gelehrten deutlich zwischen einer Person, die etwas regelmäßig macht und diese Sache den Anschein hat, dass diese Person glaubt, dass es eine Sunna ist. Oder ob eine Person etwas macht aus Regelmäßigkeit, weil es eben, und nicht aus Überzeugung davon, dass es Teil des Sunna ist. Wie zum Beispiel eine Person, sie arbeitet unter der Woche und in Deutschland ist Montag bis Freitag Arbeitstag und er kann nur samstags und sonntags fasten. Er kann nicht montags fasten, er kann nicht donnerstags fasten. Das heißt, diese Sunna, er würde sie gerne umsetzen, aber er ist nicht dazu imstande, sie umzusetzen. In diesem Fall fastet er zum Beispiel samstags und sonntags oder nur einen von den beiden Tagen. Dann in diesem Fall trifft ihn keine Sünde, auch wenn er das regelmäßig macht. Denn er macht es nicht als einen Teil der Sunna des Propheten. Denn wenn er das machen würde als Teil der Sunna, dann würde er lügen, Gott bewahre. Dann würde er eine Bid'a machen, weil dann würde er etwas als Sunna bezeichnen, was keine Sunna ist. Tayyib.